Was geht, Alter? Ich bin's, Matt. Meine Schwester sollte mein Intro machen, aber irgendwie rafft die das nicht, ey. Die ist immer mit Ranz unterwegs. Viele haben sich gefragt, Digga, Matt, was trägst du da eigentlich für freshe Schuhe und so? Und ich dachte mir, ich zeige euch einfach mal kurz meine kleine Schuhsammlung. Digga, hier vorne alles voll verdreht. Ich brauche dich als Assistentin. Kannst du die Kamera halten? Aber gut filmen, ne? Mhm. Beginnen wir mal mit... Und wieso lässt du das nicht in dein Zimmer? Weil hier ist kohlreich. Das sind auf jeden Fall diesen... Wie hältst du die Kamera? Das ist gut. Das zeigt schon gut. Gib her, Mann. Also, das zeigt wirklich gut. Hau ab, ey, die fünf Scheiße. Das sind aber auf jeden Fall meine LeBrons. Die finde ich echt nice mit hier so... und hier noch ein paar Special Highlights. Ich bin mir nicht sicher, ob es die noch zu kaufen gibt. Ich habe die bei Foot Locker gesehen. Die waren an so ein Highlight-Ding. Ich dachte mir, whoop, direkt. Dann habe ich mir neulich die hier noch geholt. Ich fand die ganz fresh, aber mittlerweile muss ich sagen, gefallen die mir irgendwie doch nicht so. Das sind Flystepper 2K3. Auch eigentlich gechillt, aber wie gesagt, so auf Dauer irgendwie... Auch von Foot Locker, falls ihr die irgendwie haben wollt. Nein, ich arbeite nicht mit Foot Locker zusammen. Dann habe ich hier oben, oh Gott, hier habe ich sehr viele Chucks, Vans und was weiß ich. Hier ganz normale schwarze Chucks, bisschen abgetragen. Dann habe ich rote Vans, dann habe ich graue Vans, dann habe ich blaue Vans, dann habe ich so... solche Chucks in so Oliv, Grün, Grau. Dann habe ich schwarze Vans. Dann habe ich so rot-orange Chucks. Trage ich aber nicht mehr. Dann habe ich grüne Vans, weinrote Vans und graue Chucks. Die da jetzt rauszuholen bringt irgendwie nichts. Aber ja. So, jetzt kommen wir zu meinen Favorites. So, die hier. Das sind momentan so meine Favorites, weil wenn ihr ein schwarzes Outfit habt und die Schuhe darunter trägt, das sind zum Beispiel auch andere. Die hier sind so mit so Nietenmäßig. Deswegen finde ich das so geil. Von hinten so. Hier sind die auch so glitzert ein bisschen mäßig. Also voll auf Ultra Swag 2K13 Flystepper. Ich habe die Schuhgröße 42,5, falls ihr euch mal fragt. Das sind meine Lieblingsschuhe. Ich weiß nicht, ob das die sind oder die anderen. Das sind auf jeden Fall meine freshesten Schuhe, finde ich. Die sind echt nice. Das sind auch, das sind genau dieselben wie die weißen ganz am Anfang. Guckt euch das mal an, Digga. Uff. Digga, ich geile mich gerade voll auf. Hier auch mit diesen Unterschriftdingern und LeBrons. Bla bla bla. Also die gibt es auch, glaube ich, gar nicht mehr zu kaufen. Ich habe die auch nicht mehr bekommen und dann habe ich sie im Internet irgendwie nachbestellen müssen. Aber irgendwie doppelt so teuer oder so. Dann habe ich solche, aber die sind auch mittlerweile ein bisschen tot. Dann habe ich noch meine Air Max. Mit extra ID machen lassen mit Matt Martin. Die finde ich auch zum Beispiel richtig geil. Die trage ich auch sehr gerne. So sehen die aus. Aber mittlerweile haben das auch ganz schön viele, deswegen. Neulich habe ich Schuhe gesehen, die fand ich voll geil. Dann dachte ich mir, sie sagt, das sieht so aus, als ob das schmutzig ist. Die habe ich einmal getragen. Ey. Das sind, wie heißen die? Nike Trainer Endor oder so. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ich finde hier Klettverschluss voll cool bei denen. Und ja, die gibt es auch nicht in Deutschland, also habe ich bisher nicht gesehen. Muss ich irgendwie aus England, glaube ich, bestellen. Ja, ich mag so einzigartige Schuhe haben, dann ist Swag. Ja, dann habe ich doch die ganz normalen Nike Rush Runs. Dann habe ich noch solche Air Max. So auf. Aber ich check nicht, Digga. Hier gehen so diese Dinge ab. Hier nicht, aber hier. Das sieht richtig scheiße aus. Ich muss nachher verbrennen, Digga. Natürlich hat man noch Lackschuhe.
Uff, Lachu. Dann habe ich noch solche Nike Rush Schuhe. Dann habe ich solche Air Force Dinger mäßig, die Air Goo Tricks gewonnen. Die stellen das da rein. Ich fand die richtig geil. Ist nicht so. Ich frage mich, weiß ich alles mache, damit ich damit kann. Halt solche Schuhe mit goldenen Dingen, ja. Ja, das sagt mir. So, ja, also ich finde, das sieht richtig swag aus. Und ja, habe ich mir von Zara gekauft. 50 Euro oder so. Die gehören, glaube ich, meinem Vater. Viele haben sich das gefragt und deswegen dachte ich mir, okay, Ramadan, ich weiß echt nicht, was für ein Video ich machen soll. Nutze ich das für sowas? Schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr die Tage noch sehen wollt, was für Jacken ich habe. Ich habe auch sehr, sehr viele Jacken und habe mir zum Beispiel vor kurzem jetzt auch eine goldene Jacke geholt, Digga. In so einer Farbe. Aber das zeige ich euch nicht. Ja, das war auf jeden Fall das Video. Falls es gefallen hat, ist ein Daumen hoch da. Und sagen, dann sehen wir uns einfach morgen oder so. Ihr könnt auch gerne, falls ich irgendwelche Schuhe vergessen habe, zu sagen, von wo ich die habe oder was weiß ich, könnt ihr mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ey, Matt, wo hast du die Schuhe her? Und dann kommentiere ich einfach auf nett zurück euch. Haut drinne. Peace. Vielleicht können wir ein paar Menschen hier. Moin. Ich wollte mal fragen, ob sie einmal Hallo sagen können. Nicht. Einmal Hallo? Nicht. Aber sie.